Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr zu diesem neuen Video eingeschaltet habt. Es geht um die Look Fantastic Mystery Boxen. Und dadurch, dass ich die Look Fantastic Beauty Box nicht im Abo habe, habe ich mir gedacht, ich sichere mir jetzt diese Boxen hier. Ich habe pro Box 10 Euro gezahlt, also für alle 30 Euro. Dadurch, dass ich es eben nicht im Abo habe, ist meine Hoffnung, dass da Produkte drin sind, die ich noch nicht kenne, die mich inspirieren. Jetzt habe ich aber schon einige Videos, Unboxing-Videos auf YouTube gesehen und irgendwie haben alle die gleichen Boxen bekommen. Deswegen weiß ich jetzt eigentlich schon, was drin ist. Habe dann noch auf Instagram gefragt, ob ihr überhaupt Lust habt, dass ich euch die Boxen auch noch einmal vorstelle. Die überwiegende Reaktion war aber ja, ihr möchtet gerne noch einmal, dass ich meine Meinung zu den Boxen äußere und das mache ich jetzt auch sehr gerne. Also ich packe die Boxen jetzt zusammen mit euch aus, aber eher im Schnellverfahren, weil ihr wisst ja wahrscheinlich auch schon, was drin ist. Aber sagt euch dann meine Meinung noch dazu. In dem Sinne, holt euch noch einen schnellen Kaffee oder irgendwas und dann geht's jetzt los und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. Also erst einmal zum Boxendesign. Ich finde die richtig schön von außen. Also mir gefällt die von außen schon richtig gut, weil die halt auch immer sehr abwechslungsreich designt wurde. Was mich bisher immer gestört hat und mich davon abgehalten hat, die Box ins Abo zu nehmen, sind die vielen Probegrößen. Also es sind ja immer eher kleinere Größen hier enthalten. Und deswegen habe ich immer davor zurückgescheut, einfach auch aus diesem Nachhaltigkeits-Plastikmüllverschwendungsgedanken. Und genau aus diesem Grund bereue ich eigentlich meine Bestellung jetzt schon, weil ich weiß, dass da ganz, ganz viele kleine Größen einfach drin sind. Und da stehe ich nicht so ganz drauf. Also lieber wenig und dafür größere Größen oder vielleicht keine so hochpreisigen Marken, aber dafür Originalprodukte, wo man dann wirklich auch was davon hat. Und nicht immer diese kleinen Probiergrößen, wo dann der ganze Plastikmüll anfällt. Natürlich ist es schön, so auch immer neue Produkte kennenzulernen, aber in Originalgröße kann man sie sich wahrscheinlich dann wieder eh nicht leisten. Also ja. Die Look Fantastic Beauty Box wird keine Box sein, die ich mir jemals abonnieren werde, außer sie ändern noch irgendwas an ihrem Konzept. Ja, aber jetzt bin ich schon sehr gespannt. Vielleicht kann ich doch das eine oder andere für mich behalten. Manche Sachen werden in die Verlosungskiste wandern. Es kommt demnächst wieder eine Verlosung. Ja, und ein paar Sachen wandern halt so vielleicht in meiner Familie oder Freundeskreis auch einfach weiter. Starten möchte ich mit der lachsfarbenen Box und ich mag die Farbe sehr, sehr gern. Habe sie auch hier auf dem Kleid ein bisschen vertreten. So schaut das dazugehörige Heftchen aus und ich werde euch jetzt nicht die ganzen Preise einblenden oder so, weil wirklich, ich bin jetzt das wahrscheinlich 10. Unboxing-Video der Boxen. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt nicht genau das wissen wollen zum Nachkaufen, zum irgendwie die Box abonnieren, sondern euch wird wahrscheinlich eher interessieren, was ich von den Produkten selbst halte. Alle Boxen sind mega leicht, also kaum Gewicht. Man denkt irgendwie, das ist federleicht. Und so schaut der Blick in diese Box aus. Jetzt gucken wir mal, von wann die ist. Da steht jetzt die 02 drauf. Vielleicht ist das die Februar-Box gewesen. Kann ich das jetzt hier entnehmen? Ja, genau. Also das war die Box von Februar 20... Februar. Also das hier war die Box von Februar. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob 2020 oder 2021. Aber ich denke schon, dass es die 21er gewesen sein wird. Und das erste Produkt, das mich jetzt so voll anlacht, ist diese Handcreme hier von Bubble Tea. Die habe ich natürlich auch schon in den anderen Videos gesehen und ich war so gespannt auf das Design. Und weil, ja, die spricht mir natürlich optisch mega an. Jetzt bin ich mal gespannt auf die Inhaltsstoffe. Da ist jetzt ja Paraffin ist drin und ganz viel Alkohol. Ja, Mineralöl an dritter Stelle. Also so toll das jetzt klingt und so toll die aussieht, die Inhaltsstoffe sind grottenschlecht und die werde ich weder ich benutzen noch meinen Sohn benutzen lassen. Sehr, sehr schade. Also auf die hätte ich mich so gefreut, aber natürlich, wenn die Inhaltsstoffe an zweiter Stelle Alkohol und an dritter Stelle Mineralöl stehen, ist das kein Produkt, was ich gern verwenden möchte und von daher werde ich die leider Gottes weiterziehen lassen. Das nächste Produkt ist von Madara und da habe ich auch schon zwei Sachen im Backup liegen und bin schon sehr, sehr gespannt auf die Marke, weil das eben eine organische Skincare-Marke ist. Das ist eine Recharge-Creme, eine reichhaltige Creme. Kleine Größe, 20 Milliliter, aber das macht ja alles nichts. Was mich jetzt stört, ist, dass hier überhaupt keine Inhaltsstoffe draufstehen. Also jetzt weder vorne noch hinten. Kann ich jetzt sehen, was da drin ist und das stört mich. Also normalerweise denke ich, entweder ist das jetzt ein Pröbchen gewesen. Steht jetzt nicht drauf, dass es jetzt sowas gratis gewesen wäre. Es ist auf jeden Fall keine Umverpackung oder so dazu. Vielleicht steht aber auch was im Heftchen. Also mein Heftchen ist komplett auf Englisch gehalten und es stehen natürlich auch hier keine Inhaltsstoffe dabei. Das heißt, ich werde hier erst mal schauen, aber wenn es natürlich wirklich so eine Natur-Kosmetik-Marke ist, da werden da schon gute Sachen drin sein, hoffe ich.
Von Ilan Maska haben wir hier ein Skin Glowing Gel. Und von Ilan Maska auch in dieser kleinen Probegröße habe ich hier hinten einen Primer stehen. Und da bin ich froh, wenn der leer ist. So ein ganz transparenter, weil der ist irgendwie nicht so der Hit. Das hier ist so glänzendes Braun. Das heißt, es ist fürs Gesicht etwas, damit man ein bisschen mehr Strahlkraft bekommt. Und ich glaube, das werde ich gern testen. Das wird bei mir bleiben. Das nächste Produkt ist Balance Me AHA Glow Mask. Also das hier ist so wieder so ein kleines Pröbchen. Da sind jetzt drinnen 10 Milliliter, okay. Da stehen jetzt auch keine Inhaltsstoffe drin. Das verwirrt mich total. Warum schreiben Sie da keine Inhaltsstoffe mit drauf? Also da steht, dass das Ganze aus Großbritannien kommt und vegan ist. Aber da steht nicht drauf, was da drin enthalten ist. Und dass es eben 15 Minuten draufbleiben soll auf der Haut. Und dann dieses AHA so einen Peeling-Effekt auch bewirken soll, dass sich die Haut so ein bisschen peelt. Also ein, kein mechanisches Peeling mit so Körnchen, sondern einfach dieses Chemische. Ich weiß nicht, ob ich das mag. Ich habe schon so chemische Peelings probiert, die teilweise gut waren, teilweise nicht so gut. Es kam immer auf die Marke ein bisschen drauf an. Da ich jetzt hier überhaupt keine Inhaltsstoffe habe und das Ganze ein bisschen komisch aussieht, ich werde das nicht benutzen. Zwei Produkte haben wir jetzt noch und von Aco ist hier ein Lidgloss drin. Schaut so aus und das ist ein Lidschatten, den man sich mit dem Pinsel dann aufgeben kann. Und ja, den muss ich, glaube ich, nicht live testen, weil den hat schon jemand anders getestet, nämlich die liebe Claudi von Claudis Welt. Und die hat so geschimpft über das Produkt. Die hat gesagt, das ist das allerletzte und das kriegt in die Lidfalte und bröckelt und ganz, ganz schlimm. Von dem her werde ich das zulassen und das wird bei mir auch weiter wandern, weil ich bin kein so ein Profi wie Claudi, dass ich das so gut auftragen könnte. Und wenn sie damit Probleme hat, dann werde ich schon gleich doppelt so viele Probleme haben. Also das wird bei mir auch weiter wandern. Und das letzte Produkt, und über das freue ich mich, das ist hier die Verpackung. Und da sind zwei so wiederverwendbare Wattepads drin. Die sind natürlich aus nicht aus Baumwolle gemacht, sondern aus einem Material, was Mikroplastik enthält. Das heißt, ist natürlich super Nachhaltigkeitsgedanken, wenn man das Ganze verwendet und dann einfach diese wegwerfbaren Wattepads nicht mehr nimmt. Man muss natürlich aufpassen, weil dadurch gelangt natürlich auch Mikroplastik ins Wasser. Dadurch am besten in einem Wäschenetzchen waschen. Ob das dann wirklich so 100% den Erfolg bringt, weiß ich nicht. Aber ich benutze die trotzdem auch gerne, weil das ist für mich auch ein sehr nachhaltiger Gedanke. Und ich habe schon ganz viele Baumwoll-Wattepads auch in meinem Schrank. Und ich muss sagen, dass ich die halt viel, viel lieber mag, weil ich habe noch keinen Baumwollstoff gefunden, was halt so dermaßen weich ist und so schön im Gesicht sich anfühlt. Deswegen benutze ich die auch, obwohl die jetzt nicht so für die Umwelt gut sind, wie wenn die jetzt aus Baumwolle wären. So, ihr Lieben, die Box ist ausgepackt und behalten werde ich diese drei Produkte hier. Also diese Abschminkpads, dann von Ilan Maska das Klogel und noch dieses Produkt hier, diese Creme von Madara. Und weiterziehen darf aus bereits genannten Gründen dieses AHA-Peeling, dann auch dieser Lidschatten und die Handcreme. So, jetzt die zweite Box, die ist ein bisschen kräftiger und da fand ich die Lachsfarbe noch schöner, aber das ist so ein persönliches Empfinden. Ich werde die Box dann eh wieder nehmen, um irgendwelche Verlosungsgewinne oder sowas zu verpacken oder Geschenke zu machen oder so. Und das ist jetzt, aber da duftet es schon raus, die Box 812 steht hier drauf. Was heißt 812? August 2020. Genau, also Box August 2020 ist jetzt ein Dreivierteljahr alt, aber das geht ja bei den meisten Inhalten oder Kosmetikprodukten auch. Beginnen möchte ich mit dem hier. Das ist ein Wonder Balm für die Haare und davon schwärmt doch Nicole von Chiquita's Place so sehr. Jetzt werde ich mal gucken, aber ich kann mit den Haarinhaltsstoffen jetzt nicht so gut was anfangen. Ich sehe, dass Parfüm sehr weit vorne ist. Es ist PEG mit drin. Das ist jetzt nicht so gut für die Haare, aber ja, ich denke, da sind einfach keine naturellen Sachen drin, schon ein bisschen kräftigere Sachen, damit es den Haaren auch einfach, dass man einen sichtbaren Effekt erzielt. Ich werde das wahrscheinlich behalten und testen, also das interessiert mich schon. Von Bella Pierre habe ich hier den Mineral Blush in der Farbe Amaretto und den habe ich schon zweimal in meiner Sammlung vertreten. Kann den aber auch nur echt empfehlen, weil der ist richtig, richtig toll. Aber ich glaube, inzwischen haben wir den fast alle im Schminkschrank. Ich glaube, es gibt kaum jemand, wo den jetzt noch nicht hatte, weil der so oft in irgendwelchen Boxen vertreten war. Ja, deswegen wird er bei mir auch weiter wandern, weil vom Blush ist, ja, ich kann keinen dritten noch gebrauchen.
Von der Marke Eiko ist hier eine Mascara enthalten. Wake Up and Go in der Farbe Black. Natürlich schwarz ist so das Normale bei Mascaren, aber ich möchte jetzt demnächst mal wieder eine blaue haben. Ich fand das so cool. Ja gut, hier ist das Packaging in blau und die Mascara selbst, die ist dann in schwarz. Ich glaube, die kommt bei mir ins Backup oder ja, ich werde mal sehen. Ich habe noch einige im Backup, aber ich finde die von Eiko gar nicht so schlecht. Von der Marke Caudalie haben wir hier ein Serum für alle Hauttypen geeignet. Es sind 10 Milliliter drin und das ist ganz okay für ein Serum. Also das passt eigentlich ganz gut. Inhaltsstoffe gefallen mir eigentlich auch ganz gut. Das wäre toll. Caudalie ist auch eine Marke, wo ich gehört habe, dass die Tierversuche machen. Aber wenn ich die Sachen so in Boxen drin habe, werde ich die auch verwenden. Von daher wird das Produkt bei mir bleiben und ich werde das testen. Das nächste Produkt hatte ich auch schon öfters jetzt. Das ist von Mio ein Body Wash und das glitzert so ein bisschen. Also das ist ganz spannend, das zu benutzen. Das riecht auch gar nicht so schlecht. Ich habe das letztens erst verwendet und ich fand das witzig, aber ja, so ein kleines Duschgel, was hat das jetzt? 30 Milliliter. Das ist so Umweltverschmutzung, ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Ja, also das wird bei mir weiter wandern, weil sowas hat für mich nur den Zweck, wenn ich in Urlaub fahre und dann irgendwie denke, ich nehme das mit, weil Reisegröße und so weiter, da ist es ganz praktisch. Aber ich habe jetzt sicher, ich sage jetzt nicht 10 oder so kleine Größen noch hier, wo ich dann lieber mit in Urlaub nehme, wo ich noch nicht getestet habe oder wo für mich besser duften. Von daher wird dieses Produkt hier weiter wandern. Und das letzte Produkt aus der Box, und dann ist die auch schon wieder leer, ist von Ahava oder Ahava, da bin ich mir jetzt immer noch nicht sicher, wie man es ausspricht. Und da hatte ich mal so eine tolle Creme schon davon. Das hier ist auch eine Body Lotion Sea Kiss und auf die freue ich mich riesig. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die auch richtig gut duftet. Es ist Keratin mit drin. Es ist Mineral Spring Water drin, also mineralisches Frühlingswasser. Ganz, ganz crazy. Es sind Palmilate drin, okay. Es kommt auch immer darauf an, wie Palmilate gewonnen werden. Das sagt irgendwie noch nicht so viel aus. Das Ganze ist vegan. Ja, also ich finde es ganz nett und hat mir letztes Mal sehr gut gefallen. Vor allem meine Haut hat es letztes Mal sehr gut gefallen. Von dem her werde ich das jetzt auch wieder testen. Die Box ist fertig ausgepackt und dieses Mal werden mich verlassen das Mio Duschgel und der Blush von Bella Pierre. Aber auch nur, die Produkte sind ganz okay, aber auch nur, weil ich sie schon hatte oder habe. Und behalten werde ich diese 4 Schätzchen hier und austesten, da bin ich schon sehr gespannt drauf. So, und jetzt zur letzten Box und die gefällt mir vom Design überhaupt nicht. Ja, es sollen, glaube ich, 3 Frauen drauf sein, weil es da um den Frauentag ging. Aber ich mag dieses Design einfach nicht. Also es spricht mich überhaupt nicht an und es ist die erste Box, die mich dann als nächstes verlassen wird und die weiterziehen darf, weil ich sie gar nicht schön finde. So, und das ist der Blick in die Box. Also in der Mitte, wo das Kristallpapier die Produkte beschützen soll, ist gar nichts. Und die liegen einfach außen rum und werden hier durchgewirbelt. Beginnen möchte ich mit einem Pinsel von Brushworks und Pinsel finde ich super, weil das kann man immer brauchen. Der hier ist jetzt für die Augenbrauen und dadurch, dass ich so buschige Augenbrauen habe, mache ich nicht so viel damit, außer die zu bürsten. Und das Schöne bei dem Pinsel ist, dass da eben auch noch eine Bürste mit dabei ist und ich glaube, den werde ich selber behalten. Das nächste Produkt ist ein schwarzer Eyeliner von Lottie London. Ja, finde ich ganz okay, weil Eyeliner kann man ab und zu brauchen. Natürlich, wenn jetzt zu viel drin sind in den Boxen, hat man wieder ein Problem, weil so viel kann man nicht verwenden. Der hier finde ich gut, weil der ist cruelty-free, vegan, PETA-zertifiziert und so weiter. Finde ich eine tolle Marke. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn behalten werde oder weitergeben werde, weil ich habe noch ein paar Eyeliner. Aber vielleicht kommt der auch bei mir ins Backup. Als nächstes haben wir hier von Polar eine Moisturizing Cream. Blendet vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, man sieht es. Es ist auch sehr hell und schlecht gedruckt, muss man auch dazu sagen. Das Ganze ist, da sind jetzt keine so Siegel drauf, 95% naturelle Inhaltsstoffe. Ich finde die Inhaltsstoffliste jetzt so mittelprächtig. Also mich spricht das Produkt jetzt nicht so sehr an, deswegen darf das weiterziehen. Das nächste Produkt ist eine Coconut Water Cream, also eine Kokosnusswassercreme. Ich liebe Kokosnuss, ich liebe auch Kokosnusswasser zu trinken. Und das ist wirklich eine Creme, in der Kokosnusswasser drin ist. Das Ganze ist von Fab. Die haben ja auch ganz viele interessante Sachen. Und die Inhaltsstoffe finde ich auch ganz spannend. Also da ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, das mag ich mir nicht irgendwo hin ins Gesicht geben oder so. 9,6 Gramm sind drin, also die werde ich sehr, sehr gern testen. Das Einzige, was mich halt wieder stört, ist, dass es so kleine, Größen sind und dass man das Ganze halt nach kurzem Gebrauch ein paar Mal verwenden halt wieder wegschmeißen kann. Über das nächste Produkt freue ich mich auch sehr, weil ich hatte erst Angst, dass das hier auch mit Palmilat, mit Palmöl gemacht ist, aber nein.
die Grundlage für dieses Multibalm ist tatsächlich Bienenwachs. Und das freut mich riesig, dass sie da was Natürliches genommen haben. Natürlich ist das da nicht vegan, das ist klar. Aber dass sie hier irgendwie nichts Künstliches, Erdöl, irgendwas reintun, sondern dass sie da Bienenwachs nehmen. Und von daher freue ich mich riesig darüber. Und ja, das wird auf jeden Fall behalten. Von Ahaiwa haben wir hier noch eine Seife drin. Und die ist für den Körper gedacht. Das ist auch eher so eine kleinere Größe. Also wenn man schaut, die ist sehr, sehr dünn. Die hat 30 Gramm. Ja, die meisten Seifen sind größer. Aber das finde ich ganz okay, weil so feste Seifen habe ich momentan echt, echt viele. Und bis die mal aufgebraucht sind, dauert das immer ewig. Die ist jetzt eben für den Körper mit irgendwelchen Mineralien drin. Und so, ich glaube, so Schlamm, Tonerde, irgend sowas ist auch noch mit dabei. Klingt spannend. Totes Seesalz oder sowas. Also klingt spannend und die werde ich gern testen. Das nächste Produkt kommt im Plastiktiegelchen und da frage ich mich, warum können sie dann gleich ein Glastiegelchen machen? Das kommt halt immer viel wertiger, wenn das jetzt ein Glastiegelchen wäre. Das hier ist eine Maske und hat ganz viel Öle drin und so weiter. Klingt sehr gut. 2 bis 3 Minuten soll das Ganze auf dem Gesicht verbleiben. Ja, könnte man mal testen. Da bin ich mir jetzt noch nicht sicher, ob ich die testen mag. Aber ich glaube, dass die meiner Haut gut tun würde, glaube ich. Also, die darf auch bleiben. In dieser Box habe ich tatsächlich nur ein Produkt, was mir nicht gefällt. Das ist diese Creme hier von Polar. Und der Rest darf bleiben. Und zwar versuche ich das jetzt mal in die Hände zu nehmen. Das war jetzt in dem Fall meine beste Box aus dem Sale. Das sind diese hier. Also diese 3 plus diese 3 hier dürfen bleiben und eins zieht weiter. So, und mein kurzes Review dazu. Ich hätte sie mir nicht bestellen sollen. Ich weiß, dass da immer Probegrößen, kleine Größen drin sind. Klar, die 30 Euro haben sich jetzt für mich sehr gelohnt, weil die Produkte einen Wert von, ich weiß nicht wie viel haben, also auf jeden Fall mindestens 150 Euro, sage ich jetzt einmal. Hat sich auf jeden Fall finanziell gelohnt, aber ich glaube für mich persönlich einfach nicht so. Weil da, ich hätte mir um diese 30 Euro hätte ich mir lieber Sachen gekauft, die wirklich perfekt zu mir passen, die vielleicht weniger sind natürlich, aber dafür größere Größen. Und ja, also nächstes Mal weiß ich das. Lookfantastic ist nicht die Box, für die ich mich persönlich entscheiden würde. Ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.